So, erstmal guten Tacho, Leute. Ein ganz ungewohnter Blick, glaube ich. Ja, ich fahre hier heute so ein Schinkenprobe. Jetzt muss ich halt erstmal gucken. Blinker, es geht so. Erstmal wieder lernen, so zu fahren, aber ey, wie gerade sitzt man denn hier drauf? Ist das schön? Achso, ja, Blinker sollte man noch ausmachen. Ja. Das ist gemütlich. Jetzt ist die Frage, was ist mit der Tankanzeige da los? Die zeigt nichts an. Heißt das jetzt, auf Reserve oder was wie wo? Ja, ich fahre gleich auch. Ich fahre jetzt mal eben nur hier ein ganz kurzes Stück, um klar zu kommen hier. Und gleich kommt meine Frau noch hinten drauf. Denn hat einen Grund, warum ich das Ding hier Probe fahre. Denn die kriege ich, wenn sie mir jetzt heute hier gefällt, quasi fast geschenkt. Und ja, ich auf einer BMW GS, Leute. Also, ich glaube selber noch nicht so genau. Ich glaube selber nicht. Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. So, Licht ist jetzt an, ist aus, ich weiß es nicht. Hey, was ist denn das hier für eine Kurve? Ja, für... Wofür ist eine GS gut? Wissen, glaube ich, alle, die eine GS fahren. Strecke machen, gemütlich. Und ja, dafür... uneinfach. Naja, vorausgesetzt, sie gefällt mir hier heute. Aber eigentlich sieht das gut aus. Wenn ich ehrlich bin. Oha. 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 Alter, ich bin schon auf... Hä? Alter, die geht aber ab. Boah, damit hätte ich nicht gerechnet. Da muss ich erstmal drauf klarkommen hier, du. Darauf muss ich erstmal klarkommen hier. Mit der Harley würde ich hier schon keine 80 fahren. So, muss Bremse, alles ist da. Ja, ja, mit dieser Motorcharakteristik von diesem Boxer muss ich halt noch zurechtkommen. So, ich mache mich jetzt auch wieder auf den Weg zurück. Ich bin jetzt nur das kurze Stück alleine gefahren, um mir das Handling so ein bisschen anzugucken, bevor ich jetzt meine Frau mitnehme. So, geht's hier rechts. Also wenn sie rollt, ist alles gut. Aber man sitzt hier, also ich komme mir vor wie in so einem Bus. So, rangieren geht. Also guck mal, ich komme noch nicht mal mit der Hacke auf den Boden. So hoch ist die. So, machen wir mal den Blinker aus. Das ist Griffheizung, das lassen wir mal aus. Den ganzen Fehlerfanz hier. Okay, anfangen ging aber auch super jetzt. Ja, ist halt erstmal eine Gewöhnungssache, ne? Wenn man auf ein anderes Motorrad sitzt, was man nicht kennt, und vor allen Dingen auf einen völlig andere Art von Motorrad. Sowas bin ich hier vorher noch nie gefahren. So ein ja, Adventure Bike hier sozusagen. Da muss ich erstmal drauf klarkommen, ey. Was mir wirklich gefällt, ist die Motorcharakteristik. Du hast richtig Feedback vom Motor. So dieses, es ist nicht so unangenehm vibrationsmäßig, aber man merkt das. Wenn
dann den Hahn aufdrehst. Ah ja, lecko funny. Ich bin halt lange nicht mehr so was gefahren, was abgeht, ne? Und die Harley ist jetzt ja auch keine Mofa, aber im Vergleich zu dem Teil hier schon. Alter. Und ich dachte, ich kaufe mir ein Rentnerbike. Dabei geht der Rentnerbike voll ab. Mal gucken, was meine Frau gleich dazu sagt. Ich habe das Gefühl, wenn ich Gas gebe, warte mal, dann zieht das Bike jetzt nicht von der Spur her, aber vom Gewicht her so in eine Richtung. Ich meine, das zieht dann nach links. Ja. Ich glaube, das ist aber von dem Motor. Aber wenn ich nach unten gucke, Leute, das sieht schon geil aus. Also ich auf so einen Schinken hier, das gefällt mir schon. Wenn ich ehrlich bin. So gemütlich hier durch die Gegend zu tuckern. Mal eben so 5000 Kilometer am Stück. Ja, das macht schon Bock. Das ist mal was ganz anderes. Oh, jetzt habe ich den Blinker angemacht. Das ist ja voll verwirrend hier mit dem Blinker. Aha, das fühlt sich an wie, das fühlt sich an wie auf einem großen Roller zu fahren. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, aber das ist so weich hinten am Probe. Ja? Ja. Okay. Als würdest du auf Omas Couch sitzen, wo eigentlich immer auf der Seite nur Opa sitzt. Wie fühlt sich das für dich an? Ungewohnt, aber ist nicht schlecht. Aber die Armposition? Ja, die ist sehr gut so, ja. Ja? Ja. Ja, genau. Was denn? Ja, da war ein Huckel, das ist ne? Doch nicht schlimm. Ist so ja. Eine GS. Stimmt. Gelände und Straße. Echt? Heißt das GS? Ja. Ich dachte, das heißt irgendwas mit G-Speed. Ja. Ja, da muss ich noch. Zu zweit ist anders, ja. Aber trotzdem. Ja, natürlich. Was mir gefällt, dass das Blinken ähnlich ist wie bei der Harley, nur dass ich das manuell ausmachen muss mit einem anderen Knopf. Okay. Aber auch eben so links oder? Und rechts getrennt so. Das fühlt sich schon cool an. Ja, und Sache sitzt gemütlich, ne? Oh, Kack-Oma mit deinen Scheiß-Opel. Mich voll erschrocken, ja. Ja, ich hab mich mehr erschrocken. Ja, du hast mich erschrocken, weil die Alte uns erschrocken hat. Ich hab Hunger. Ja. Doch, ja, finde ich nicht schlecht, das Ding. Fühlst du das? Wenn ich ehrlich bin. Fühlst du das? Ja. Also oder eher nicht so? Vom Fahren her ist das Ding geil. Doch. Und Hauptsache, ja, wenn du auch gerade hinten sitzt und das passt. Juhu! Ich mag das. Das fühlt sich richtig gut an. Das mit dem Schalten muss ich noch so ein bisschen... Ja, das ist ja auch... Das ist immer so, wenn man ein anderes Motorrad fährt, ne? Ist ja auch beim Auto. Ja. Hauptsache, da ist die Polizei. Aber ich habe dir eben auch so ganz dezent Gas gegeben, die ging schon direkt ab. Da dachte ich mir, wir sind schon auf 100. Also, echt? Bin ja lange nicht mehr so ein zügigeres Motorrad gefahren, aber. Ja, das kann ich schon verstehen, warum. Auch als ich noch Rennmaschine gefahren bin, so ein Ding nie. Also, ich bin so ein Ding nie davon gefahren. Auch in den Kurven erst recht nicht. Mal im Schaufenster gucken, wie sehen wir da drauf aus? Wie so zwei Touristen, ne? Die jetzt in die Berge fahren. Wir sehen darauf aus, wie als würden wir eine Expedition machen. Ja. Ja, der hat sogar Ganganzeige. Echt? Ja. Krass. Ganganzeige ist drin. Und keine Ahnung, was noch alles. Griffheizung hat er. Ja, wenn du in den Bergen unterwegs bist und ja. Dann und du hast kalte Hände. Das ist so weich. Von Sitzposition auch von dem Kniewinkel finde ich das gut. Voll geil. So richtig so aufrecht. Ja, gut. Ich werde jetzt sowieso ein bisschen länger brauchen, um wieder weite Strecken fahren zu können. Ja. Oi, Jesus Maria! Mutter Gottes! Ich glaube, die Vibration von dem Motor ist
verleiht mehr. Also man denkt, man fährt schneller, als man eigentlich ist. Ja, aber es fühlt sich cool an. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine GS fahre. Jetzt fahre ich hier so ein Ding mal Probe. Jetzt brauchst du dich aber auch nicht wundern, wenn andere dich nicht mehr grüßen. Ich glaube, ich bin aber nicht der typische GS-Fahrer. Ich glaube auch nicht. Und die ist zwar weich, aber ich finde, man merkt trotzdem halt den Motor, ne? So. Ja. Ja, die Koffer sind ja auch noch dabei, die sind jetzt gerade nicht dran. Ja, aber da, aber ja, damit schlimm. Ich da drauf komme, ja. Mit den Koffern wäre ich jetzt gar nicht da drauf gekommen. Ich will mal so Buffalos bestellen. Wie viel fahren wir? 120. Kommt mir gar nicht so vor irgendwie. Nee, mir auch nicht. Aber die Beschleunigung ist schon... Ich habe ja noch gar nicht Gas gegeben, das ist es ja. Ja, aber es hat... Im Vergleich zu Harley, da muss ich echt ja, Gas geben, ne? Damit ja, gut, aber du kannst die Harley ja nein, nicht... Nein, kannst du ja auch nicht. Aber. Mit der BMW jetzt vergleichen. Nee. Was hat die jetzt hier? Ich glaube 90 PS, 85 oder 90 PS. Aber auch 1,2 Liter quasi. 1,15 Liter Motor, das ist halt schon okay. Groß, ne? Ja. Die hat halt auch viel Newtonmeter, das ist es. Boah, ihr immer mit euren Newtonmeter? Ja, das ist wichtiger. Als ja, was heißt wichtiger? Bei der Harley ist Newtonmeter wichtig, weil du fährst nur niedrige Drehzahlen und die ist halt sau schwer und die soll ja trotzdem vorwärts kommen. Aber hier bei so einem Ding brauchst du auch ein bisschen PS. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich festhalten. Ja, so aber wie früher immer, ne? Weißt du noch? Ja. Dann habe ich dich immer so angeklopft. Ja, weil ich hinten ja auch nichts hatte, was ich festhalte. Ja. Ist schon geil. Gefällt mir. Und wir haben auch schon einen Namen. Aber den verraten wir noch nicht. Ja, genau, übertreiben. Ey, wer hat dich gegrüßt? Ja. Ich habe ja auch eine Harley-Jacke an. Eine Harley-Jacke ja. Und eine BMW. Für die BMW-Fahrer bin ich der Verräter. Jetzt brauchst du noch eine BMW-Jacke. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Weiß nicht. Ja, sag niemals nie. Ja, ja. Du hast auch gesagt, du fährst niemals BMW. Nee. Ja. Es fühlt sich schon schön an. Und es wäre auch noch schöner, wenn du uns nicht umbringen würdest direkt bei der Testfahrt. Ich wollte den auch noch überholen, aber der hat Gas gegeben. Ja, ist, also man fühlt sich direkt wohl auf dem Ding. Das ist so gemütlich. Ja. Wie ein Roller für Erwachsene. So bist du am Arsch. Auspuffsound reicht mir auch. Also ich finde das sehr gut. Ja, ne? Ja. Man sitzt sehr aufrecht. Das Ding ist weich. Huch! Das hört sich schon cool an. Ja. Scorpi, der GS-Fahrer. Oh Mann. So viel zum Thema, sag niemals nie. Ja, ist echt so. Aber ich kann mich auch einfach hier wie so ein Sack... Ich muss mich überhaupt nicht anstrengen, mich irgendwie festzuhalten oder so, ne? Okay. Gut, die Scheibe ist so ein bisschen... Hält vom Körper natürlich ab, aber ich sitze mit meinem Kopf in der Windschneise. Da muss ich ein bisschen was machen, aber ansonsten... Du musst auch nicht jede Bodenwelle mitnehmen, ne? Ja, ich gucke doch nicht auf den Boden, ich muss ja nach vorne gucken, Schatz. Das Fahrwerk kann man auch noch einstellen in der Härte. Kann man auch noch weicher machen. Könnten wir jetzt auch einfach übers Feld fahren? Theoretisch ja, mit den Reifen aber nicht so, wenn du keinen Grip hast. Da brauchst du so Spezialreifen. Ja, ja. Hätte ich jetzt Stollenreifen oder so einen Mix aus Straßen und Dings, dann könnte ich so übers Feld fahren, ja. Vom Fahrwerk und das Motorrad kann das, ja. Krass. Das ist halt schon so ein Arbeitstier, sozusagen, für Strecken, die wir hier nicht gewohnt sind. Also Wüste kannst du damit fahren, Matsch und, ja,
Durch alles. Ich glaube nur nicht durch Lava. Das schmilzt das Ding. Kannst du dich mit sowas anfreuen? Ja, habe ich mich eigentlich schon. Ja? Ja. Vom Fahrgefühl her auf jeden Fall. Sitzt drauf, denkst dir, boah. Ist voll gemütlich, ne? Ja, ehrlich. Aber angenehm. Und zügig. Ja. Was kommt da schön? BMW. Ah, die sah aber auch schön aus. Das ist eine RT gewesen. Was heißt das? Ja, das ist so eine Vollverkleidete. Vom Motor her könnte die gleiche sein wie die hier. Nur eben voll verkleidet. Du hast da auch Radio drin, wie bei Harleys und so. Ah, okay. Ja. Und ich glaube, Polizeimotorräder haben auch das, was uns hier kommt. Ja, okay. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Also mit dem Ding hier, glaube ich, ich sage jetzt mal, ich fahre mit nach Leipzig zu Christian oder so. Ich glaube, ich könnte dreimal hin und her fahren und hätte wahrscheinlich keine Puppenschmerzen. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Du bist schon weit über 30. Hallo. Dein Rücken ist ein Arsch. Ja, deswegen ja hier so ein Opa-Teil. Was macht das Kind da? Das fährt einfach. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Juhu! Dass du alt bist, das soll das heißen. Alt. Mit 70 bin ich noch nicht mal so ein alt. Ein Kreis, du hast schon graue Haare. Ah, das stimmt doch gar nicht. Jawohl. Nee. Du warst total entsetzt. Guck mal, ich habe schon graue Haare. Graues Motorrad, graue Haare. Silberpfeil. Grauer Mercedes. Ja. Jetzt muss die Harley noch grau machen, damit das passt. Oder Silber. Nee, die Harley bleibt weiß. Ja. Ich glaube, mit dem Ding mal so richtig um die Kurven flügen, das macht auch Spaß hier. Ja. Weil du hast quasi unendliche Bodenfreiheit, also Kurvenfreiheit. Ja, aber die ist so angenehm. Ja, oh, da kommt eine Bodenwelle. Oh, da selbst ich mir. Oh, irgendwann gebe ich dir eine Kopfnuss. Da kann ich doch nichts für, Schatz. Wenn ja, ich quer über die Straße gehe, du siehst das doch. So, ich kann ja mit einem Rad drüber fahren. Ausweichen. Vorausschauen fahren. Ausweichen? Soll ich um das Haus rumfahren oder was? Was für eine Aus. Wenn ich sie sehe, dann gehe ich schon mit einem Pappes nach oben. Wo sind wir denn gekommen? Hier sitzt du aber wie auf der Bände drauf, ne? So, ja. Glaube ich. Wie auf der Bandit. Nur, dass das hier noch wesentlich weicher ist. Ja, da habe ich dir ja gesagt. Ja, das stimmt. Okay, wir müssen tanken. Wie viel hat er gesagt? Kommst du noch mit dem Tank? 80 Kilometer? Ja, 80, 70 Kilometer oder was? Ja. Aber die macht auch so pop, 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 ne? Ja. Aber die ist, wenn du die anmachst, nicht so laut, ne? Aber wenn du drauf sitzt, finde ich die schon sehr laut. Ja, könnte aber auch an dem Helm liegen. Und die hat sogar ABS, ne? Also, ja. Kannst aber auch ausstellen für Gelände. Weil da ist ABS cool. Gefährlich. Hoffentlich werden wir nicht nass. Ja, ich. Ja, du jetzt ja sowieso nicht. Aber hast du deinen Regenkombi mitgenommen? Nö, ich hab alles auf Risiko wieder. Ich glaube, hier werde ich aber nicht so viel nass wie auf der Harley. Weil hier habe ich den Motor vor mir und dann hier den riesen Tank noch vor die Beine. Ja gut, wenn es so schüttet wie gestern, dann habe ich auch verloren. Ja. Aber egal, nach Hause ist immer halb so wild. Ja, das stimmt. Naja gut, ich fahre eine Stunde, ne? Also. Guck mal, hier gibt es eine Pralinenmanufaktur. Wo? Guck mal, da gibt es da. Ah. Da musst du mich mal einladen. Ach so. Zum Pralinen-Essen. Ja. Okay? Okay. Harley fahren macht ja auch richtig Spaß. Ja, wie? So. Das ist aber, das eine kannst du mit dem anderen aber nicht vergleichen. Überhaupt nicht, das ist was ganz anderes hier. Das ist was ganz anderes. Das Einzige, was gleich ist, dass das Benzin verbraucht und zwei Räder hat, ansonsten. Ja. Ne, das stimmt. Ist es denn anstrengend, zu zweit zu fahren da drauf? Nein, gar nicht. Dann sage ich jetzt mal bis gleich, Leute. Tschö, bis gleich. Lady nee, fährt. Ne, du nicht. Ich fahre mit dem Auto gleich. Nachdem wir essen waren, führe ich das Video fort. Tschüss, meine Freunde, Scorpedius-Freunde. Passt auf euch auf, bleibt froh und munter und tut alles, was euch Spaß macht und was keine Gesetze bricht, weil sonst wird es teuer. Tschüss! Ja. So, das erste Mal getankt hier. Ja, es ist nicht nur bei der Probefahrt geblieben, sondern okay, es regnet. Boah, die fährt butterweich, ehrlich. Butterweich, upsala. Ich werde nachher arschnass werden, aber so ist das manchmal. Wir gehen jetzt erstmal lecker essen. Und ja, was soll ich sagen? Ich denke mal, auf dem Weg nach Hause
schmeiße ich die Kamera nochmal an. Jo, wir sind ja echt an so einem Schloss. Meine erste Tour mit dem Adventure Bike direkt an so einem Schloss hier. So, hier gehe ich jetzt lecker essen, Leute. Wir sehen uns auf dem Weg nach Hause. So, lecker gegessen. Und jetzt ab nach Hause. Durch den Regen, Leute. Schön durch den Regen. Ja, da muss ich schon ein bisschen höher gehen als bei der Harley. Irgendwie bin ich das jetzt so gewohnt, so untertourig bei der Harley anzufahren. Aber das ist... Soll das so sein? Ich habe natürlich jetzt nur ein T-Shirt an. Dann meine Harley Softshell-Jacke. Und die Kutte. Und das war's. Mehr habe ich gar nicht an. Auf dem Weg nach Hause geht das zu Hause schnell. Die nassen Klamotten runter und ihr kennt das alle. Also ja, aus der Probefahrt ist ein Kauf geworden, beziehungsweise ja, kann man das kaufen nennen. Ich habe das Ding geschenkt bekommen und da konnte man dann auch nicht Nein sagen. Mir war halt wichtig, deswegen am Anfang auch meine Frau hinten drauf im Video. Gerade für weite Strecken, weiß nicht, so ab 700, 800 Kilometer oder noch mehr. Nächstes Jahr hatte ich ja vor, so eine Europatour zu machen und das will ich nicht mit der Harley. So, dieser Gedanke ist halt immer mehr gefestigt und ja, auch seitdem ich in den neuen Club bin, so quasi entstanden oder da, die machen sowas ja schon jährlich und ich will das halt auch machen. Und ja, die haben dann von ihren Erfahrungen erzählt, so die letzten Monate oder ja. Ich bin ja schon ein bisschen länger da mit denen in Kontakt. Und ja, wo die mal gefahren sind und sehr oft unbefestigte Straßen und so weiter. Und ja, da will ich dann mit der Harley oder mit irgendwas anderes in dieser Art nicht rumfahren, sondern ja, mit sowas hier, wo das auch mal, ich will nicht sagen, egal ist, wenn sie mal kippt oder so, aber ja, dass du da auch mal über Stock und Stein fahren kannst. Dass du nicht direkt Angst haben musst, dass direkt ein teures Teil kaputt gegangen ist. Ich glaube, hier wird es auch nicht günstig, aber ja, warum soll ich mich auch hier wieder mit einer Kopie zufrieden geben? Dafür ist die GS einfach gebaut worden. Ja, rede ich mir das jetzt selber schön? Nein, ich glaube nicht, aber es ist einfach so. Das lässt sich nicht drum rumreden. Der hat einen Schönheitspreis, gewinnen die Motorräder für mich nicht. Aber ich hoffe, dass es an der Funktionalität gut sein wird. Ich glaube, die Scheibe, die kann man sogar noch höher verstellen. Vielleicht kann ich sie für mich höher machen. Ja, sehr entspanntes Sitzen auf jeden Fall. Ich sitze eigentlich ohne... Wenn ich jetzt eine Lehne hinten hätte, dann wäre es wirklich wie bei Oma im Sessel. Ja gut, sie ist zickig am Gas. Ist halt ein völlig anderes Fahren. Ne, dieses abrupte, sobald ich Gas wegnehme, dann ist sofort abrupte, ja, der Gas weg. So, wenn ich jetzt vergleiche zu meiner Harley, gebe ich dir, wenn ich da Gas wegnehme, dann hört das so smooth auf quasi. Ja, das sind halt so Unterschiede dann noch, aber egal. Ist halt erstmal wieder so eine Umgewöhnungssache. Ich muss mich ja nicht umgewöhnen, ich fahre meine Harley ja trotzdem und das oft. Oh, Knie sind schon im Arsch. Die sind schon nass, egal. Ja, wir haben hinten jetzt noch die Koffer dran gemacht. Habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht gefilmt. Aber wie einfach ist denn das bitte, hier so Koffer dran zu machen? Das ist ja mal mega easy. Wie haben, also ehrlich, also wie haben die das denn gemacht? Ja, die Knöpfe hier. Okay, hier haben wir Warnblinkanlage. Auf der Seite hier hinten haben wir noch einen Schok. Aber eigentlich ist das nur Standgaserhöhung, da, wenn er kalt ist. Aber ist ja schon eine Einspritzer, eigentlich braucht die das nicht. Ja, dann haben wir hier Hupe. Geht die? Ja. Was ist das für eine Hupe? Was ist das für eine lustige Hupe? BMW, das könnte aber besser.
Miep, miep. Wie so ein Mäuschen, wo du auf den Schwanz getreten bist. Ach geil. Naja, Blinker sind halt geil. Links und rechts wie bei Harley. Nur das Ausschalten ist hier anders. Da ist hier noch ein extra Knopf. Ja, dann hast du hier links quasi einmal Lichthupe, wenn du da unten gehst, und da oben machst du Fernlicht. Und hier rechts hast du halt, ja, kannst du Licht an- und ausstellen. Das kenne ich gar nicht mehr. Und der Knopf hier ist Griffheizung, den habe ich jetzt gerade mal auf erste Stufe. Und ja, man merkt sie auch. Dann haben wir den ABS, können wir an- und ausstellen. Und hier oben Start. Ja, und das ist es wohl auch gewesen, denke ich. Mehr brauchst du nicht. Ja, Tacho sehr oldschool, sehr selbsterklärend, denke ich mal. Einzige, was hier nicht geht, ist die Anzeige, also die Ist-Anzeige vom Benzin. Aber die Reserveleuchte geht, das hatten wir ja vorhin schon. Oh ja, Griffheizung merkt man wirklich. Alter, ich habe noch nie Griffheizung gehabt. Kontrastreicher könnte es gar nicht sein. Ich habe immer gesagt, ich werde niemals Harley fahren. Jetzt fahre ich Harley. Ich habe immer gesagt, ich werde niemals BMW fahren, also einen speziellen. Ich werde mir niemals eine GS holen oder so einen Scheiß. Und schön finde ich sie trotzdem nicht, aber ich glaube, ich lerne sie jetzt schön zu finden, weil sie sich so super geil fahren lässt. Und ja, schnell fahren kann man mit dem Ding sicherlich. Kurven räubern kann man mit dem Ding sicherlich. All das, was ich früher getan habe, nur halt einfach in gemütlich. Und vor allen Dingen sehr große Strecken abspulen kann man mit dem Teil hier. Ich finde, das Ding hat eine starke Motorbremse. Ja, muss ich mich auch erstmal mit zurechtfinden. Mein Pinlock hier tut auch gar nichts mehr. Aber ja, so. Ja, das war jetzt mal die Testfahrt mit der BMW GS. Also richtig heißt die BMW RL50 GS. Von Baujahr, ich weiß das gar nicht, ist die 2001 oder 2004? So auf jeden Fall um den Dreh. Und ja, ich fahre so jetzt im Regen nach Hause, Leute. Ich sehe aber nichts mehr. Das heißt, ich mache jetzt die Kamera auch aus. Und damit ich unten meine Belüftung wieder anmachen kann, damit ich ein bisschen hier das Visier frei bekomme. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken, was das wird im nächsten Video. Ich weiß es noch nicht. Ja, mal schauen, was hier so alles passiert auf dem Kanal. Auf jeden Fall gibt es jetzt nicht nur Harley-Content, sondern auch BMW-Content hierbei. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. So, und das soll also Sommer sein, ja? Ich sehe gar nichts mehr in meinem Helm hier. Ist da zum Kotzen hier. Ah, Motorrad fährt wenigstens gut. Aber ich bin klatschnass. Seit 40 Kilometer im Starkregen. Mit Jeanshose und Softshelljacke. Tschüssi. Ja, leck mich am Arsch, ey. Gestern Regen, heute Regen. Meine letzte Woche Rideout-Regen. Oh Mann, ey. Ja, also Regen kann der BMW ab. Hört sich zumindest so an. Ich habe noch Musik auf dem Ohren. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas klappert hier. Aber ich glaube, das ist der Motor. Der muss so klappern, glaube ich. So. Ja, komm. Ein paar Kurven noch, dann sind wir endlich zu Hause.